Oh mein Gott. Apple hat die Katze aus dem Sack gelassen, Leute. Die haben letzte Woche Logic Pro X 10.5 rausgebracht mit ganz vielen neuen coolen Features. Unter anderem zum Beispiel zwei neue Sampler, einmal den Quick Sampler und einmal den Sampler, der den EXS24 ersetzt. Aber nicht traurig sein, alle, die sich Kits oder sich Instrumente angelegt haben mit EXS24, die sind 100% kompatibel mit dem neuen Sampler. Was noch dazu gekommen ist, zum Beispiel im neuen 10.5er Update, Live Loops, dass man ähnlich wie in Ableton Live zum Beispiel verschiedene Clips oder halt in dem Fall Live Loops abfeuern kann. Drum Synth kam neu mit dazu und Drum Machine Designer wurde aufgebaut. Aber mein Top-Feature, auf das ich schon seit Jahren gewartet habe und alle Logic Pro X-User wirklich auf FL Studio rübergeschielt haben, Logic hat endlich einen eigenen Step-Sequencer und muss nicht mehr über Ultrabeat gehen. Richtig, richtig geil. Wer das erste Mal diesen Step-Sequencer öffnet, den neuen, der wird feststellen, dass er nicht ganz 100% neu ist. Es wurde im Endeffekt der Step-Sequencer, der seit ein, zwei Jahren in GarageBand für iOS und für iPadOS verfügbar ist, der wurde übernommen, deutlich, deutlich aufgebaut natürlich und dann in Logic Pro X reingebracht. Aber das seht ihr dann in der Software, Leute. Lasst uns gleich mal einsteigen. Wir schauen uns mal kurz in die Bibliothek. Ich habe ja in der letzten Episode mit KitMaker 2 ein paar meiner Machine Kits umgewandelt. Und wenn wir die jetzt mal öffnen, dann habe ich jetzt hier zum Beispiel Caribbean Current. Und wenn ich die jetzt mal öffne, dann holen wir uns zum Beispiel ein Black Line. Hört sich doch ganz cool an. Yo! Yo! Eigentlich ein ganz cooles Kit. Und das Coole zum Beispiel in 10.5, was Apple mit reingebracht hat, sind ganz viele Drag-and-Drop-Workflows. Das heißt, ich kann jetzt hier diese ganzen Samples nehmen, einmal hier reinziehen und sehe dann schon drei verschiedene Auswahlen, was man da machen kann. Einmal in Sampler reinladen, chromatische Map, einmal Sampler-optimierte App. Wir wollen aber ein Drum Machine Kit anlegen und deshalb Drum Machine Designer. Und wenn wir das jetzt hier per Drag-and-Drop reinnehmen, dann müssen wir ganz kurz warten, bis das Kit jetzt erstellt wird. Wie ihr seht, wurde das Kit jetzt hier auch direkt erstellt. Und wir geben dem Kit jetzt mal einen Namen. Zum Beispiel Black Lion, so wie die Library auch geheißen hat. Im neuen Drum Machine Designer wurde zum Beispiel Ultrabeat als Unterbau entfernt. Und der Quick Sampler kam jetzt mit rein. Wir können uns hier zum Beispiel die Samples vorhören. Und wir können natürlich auch unten... Wir können uns hier unten auch im Q-Sampler Hauptmenü quasi, können wir uns das Sample anschauen. Wir können es jetzt hier mal zurechtschneiden. Wir können zum Beispiel auch ein Fade-In und Fade-Out reinmachen, halt direkt hier drin. Und wenn wir jetzt da draufklicken, dann seht ihr schon, dass es sich hier direkt auch verändert hat. Und ich kann aber auch hier zum Beispiel über die Einstellungen noch weit mehr auch machen, zum Beispiel Pad nach Tonart auswählen. Channel Strip nach Pad auswählen. Genau, was wir natürlich hier unten auch noch haben, Q-Sample und Detail. Das heißt, hier haben wir dann mehr Einstellungsmöglichkeiten. Wir haben jetzt hier unter anderem verschiedene LFOs, eine Mod-Matrix, Pitch, Filter, ein Amplifier. Ich habe jetzt hier zum Beispiel meine Kick oder meine Snare. Und die will ich ein bisschen tiefer pitchen. Dann kann ich das hier wunderbar machen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel wieder auf Sampler-Page rübergehe, Detail-Page, dann sehe ich, dass hier das auch wieder auf minus 13 verändert wurde. Das heißt, die sind wirklich unter der Haube miteinander verbandelt. Und wenn ich jetzt hier aber sage, nee, die Snare soll höher abgespielt werden, dann wird es jetzt hier genau in die andere Richtung gedreht. Und wir hören auch, dass es ein viel höherer Ton ist, zum Beispiel. Und dann gehen wir eigentlich auch schon relativ schnell in mein Lieblingsfeature, was jetzt der neue dazu kam. Und zwar, wir sehen hier unten den Step Sequencer. Yay! Und wenn wir den jetzt mal hochziehen und mal die Bibliothek schließen, dann sehen wir hier eigentlich ein
ähnliches Layout, so ein bisschen wie auf GarageBand natürlich. Oder auch so ein bisschen natürlich angelehnt zu FL Studio. Das heißt, ich kann jetzt hier zum Beispiel sagen, die Kick, die ziehe ich zum Beispiel hier hoch. Ich kann jetzt hier anfangen, quasi mit dem Mauszeiger mir meine Kick einzuzeichnen. Und ich gehe jetzt mal auf 90 BPM, so ein Standard-Hip-Hop-Beat, ja, BPM. Und kann jetzt hier auch gleich mal Probe hören. Lassen wir mal so ein bisschen den Beat durchlaufen. Und habe eigentlich relativ schnell jetzt hier so ein Pattern mal mir erstellt. Was zum Beispiel hier richtig cool ist, ich kann zum Beispiel natürlich hier die verschiedenen Schrittgrößen einstellen. Das heißt hier, wie viel da eingestellt ist. Leider gibt es zum Beispiel nicht die Funktionalität wie in FL Studio, das sagt, fülle mir jedes zweite Feld aus oder zum Beispiel jedes vierte Feld, damit ich meine Hi-Hats zum Beispiel vorbefüllen lassen kann. Was man so als kleinen Workaround zum Beispiel aber gut machen kann, wenn ich mir in dem 16-Schritte-Layout zum Beispiel ein Pattern angelegt habe und das dann ausweit auf 32 oder zum Beispiel 64, dann wird es dann auf die anderen übernommen, auf die anderen Grids. Und ich kann jetzt hier zum Beispiel auch 32 auf 32 umschalten und kann dann da auch natürlich Variationen nochmal reinmachen. Das heißt, wenn ich das jetzt hier abspielen lassen würde, und habe jetzt hier zum Beispiel zwei verschiedene, ja, Patterns am Laufen. Ich gehe jetzt mal hier wieder auf 16 Schritte, um das so ein bisschen zu vereinfachen und zeichne mir jetzt wieder komplett alle Hi-Hats rein. Und hier zum Beispiel hat man auch ganz viele neue Sachen, was man da machen kann. Ich kann zum Beispiel hier, ja, Snapping vom Grid nochmal einstellen. Ich kann hier zum Beispiel global sagen, spiel mir das Pattern vorwärts ab, spiel es mir rückwärts ab, spiel es vorwärts und danach rückwärts ab oder mach wirklich einen Random Pattern. Können wir mal kurz testen, wie sich es anhört. Jetzt wird das Pattern rückwärts abgespielt. Jetzt wieder vorwärts. Ich kann es vorwärts und rückwärts abspielen lassen. Das heißt, er läuft dann von vorne bis nach hinten, von hinten bis nach vorne wieder. Oder wirklich random. Und da wird es halt richtig crazy. Cool. Was ich jetzt hier oben noch machen kann mit diesen Pfeil links und rechts Tasten, ich kann das Pattern verschieben um jeweils einen Punkt. Das heißt, wenn ich mich irgendwie nochmal neu inspirieren will oder irgendwas ausprobieren will, dann kann ich dann relativ schnell mal kurz was umschalten oder hin und her schieben, wenn ich mich vertippt habe quasi. Was natürlich auch möglich ist, wir haben jetzt hier oben zum Beispiel diese Auswahl, in der ich mir zum Beispiel Patterns laden kann, Templates laden kann oder aber auch eigene Patterns und Templates abspeichern kann. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein bestimmtes Layout hier angelegt habe, habe mir jetzt Patterns eingezeichnet, dann kann ich sagen, speichere mir doch die Patterns raus und ich kann sie jederzeit wieder nutzen. Oder aber was zum Beispiel auch möglich ist, ich kann hier und genau hier kann ich zum Beispiel sagen, mach nur Pattern Loops und könnte jetzt hier zum Beispiel per Drag and Drop das Ding hier reinwerfen. Speichere das mal ab, wie es auch wäre. Und kann dann hier zum Beispiel suchen nach Black Lion. Und hier wurde zum Beispiel auch abgespeichert Tempo 90, Tonart C, Beat 16. Und wenn ich jetzt hier mein Pattern löschen würde, kann ich das dann hier per Drag and Drop wieder reinziehen und weiter dran feilen. Richtig cool. Das sind jetzt so diese Standardfunktionalitäten, die man von so einem Step Sequencer auch erwarten würde. Was ich aber richtig cool finde, dass er dann wirklich auf
Sample-Basis man noch mehr auch machen kann. Das heißt, ich kann jetzt hier zum Beispiel, also ich habe zum Beispiel einmal Schritt ein und aus und dann gibt es immer so einen sekundären Klick. Und wenn ich jetzt auf Velocity-Wert zum Beispiel gehe, dann kann ich dann hier die Anschlagstärke zum Beispiel hier verändern. Und entweder einzeln oder aber ich kann das hier auf die ganze Spur anwenden. Wenn wir jetzt hier das Ding mal aufklappen, dann sehen wir, dass es hier noch viel mehr zum Erkunden gibt. Und welches Feature ich natürlich richtig cool finde, ist hier diese Notenwiederholung. Das heißt, wenn man zum Beispiel irgendwelche Trap Rolls machen will, dann geht es hier jetzt super easy. Ich habe mir dieses Feature eigentlich auch in Beatmaker 3 gewünscht, weil ich es in GarageBand schon vor ein, zwei Jahren entdeckt hatte. Und jetzt ist endlich in Logic auch dabei. Das heißt, wir können jetzt hier, wenn wir mal den Beat weiter abspielen lassen, können wir uns ganz easy Hi-Hat Rolls einstellen. Können jetzt hier auch per Plus nochmal aufklappen. Und können uns dann zum Beispiel mit Bogen mehrere Schritte zueinander fassen und können dann die wiederum auch wieder per Notenwiederholung zum Beispiel zusammen verknüpfen und Triplets abspielen. Eigentlich ganz geil. Wir können jetzt hier natürlich per Plus diese ganzen Untermenüs noch weiter uns jedem einzelnen Sample nochmal mit dazufügen. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf Note gehen würde, dann können wir hier, weil auf der ganzen Klaviatur ja die Samples verteilt sind, könnten wir hier auch die Samples quasi austauschen. Und wenn ich jetzt höher gehe, dann sehe ich, dass hier ein anderes Sample geladen wurde und hier wird auch direkt so ein Melodic draus gemacht. Was ich aber an der Stelle hier nicht will, ich gehe wieder zurück. Das ist im Endeffekt ein Feature, was mir zum Beispiel fehlt, dass ich hier auch einfach die Triplets, die ich eingespielt habe, dass ich die nochmal in der Tonhöhe an dieser Stelle verändern könnte. Ich zeige euch mal hier so einen kleinen Workaround, was ich an der Stelle mache. Ich kann zum Beispiel hier per Rechtsklick sagen Zeilen kopieren. Gehe wieder auf Schritte, lösche die mal alle raus. Gehe dann hier hoch auf der Ebene, klappe dann auf der Sample-Ebene mal auf, gehe dann wieder zu meiner Hi-Hat, kann dann hier auch wieder eine Pattern-Region erstellen. Und wenn ich da jetzt reingehe, so, dann kann ich dann per Rechtsklick sagen, Zeile einsetzen und habe jetzt hier und habe jetzt hier meine Hi-Hat-Pattern wieder oben eingefügt. Und wenn ich jetzt aber sagen will, dass ich die Tonhöhe abändern will von diesen einzelnen Schritten, die ich da eingezeichnet habe, dann kann ich jetzt hier sagen, ich mache eine MIDI-Region draus und habe jetzt quasi in der Piano-Roll dann meine Noten und kann den dann hier mit dem Zeigerwerkzeug, wenn ich mal kurz reinzoome, da kann ich hier zum Beispiel die einzelnen Schritte in der Höhe verändern. Ups. Und so kann ich zum Beispiel diese Hi-Hat-Rolls auch in der Tonhöhe verändern und habe dann immer noch auf der obersten Oberfläche immer noch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich will jetzt hier noch verschiedene Änderungen in meinem Step-Sequencer vornehmen, will jetzt hier hinten nochmal eine Clap einfügen und habe meiner Meinung nach die maximale Freiheit jetzt und kann im Endeffekt mein Pattern viel, viel freier anpassen. Und was zum Beispiel auch cool ist, wenn ich das jetzt mir rüber kopiere, kann ich natürlich hier auch Variationen machen und halt viele verschiedene Einzelpatterns anlegen. Ich könnte die jetzt hier auch wiederum beschriften mit Pattern 1 bis whatever.
könnte die dann wiederum in meine Loop-Pakete rüberziehen und kann die natürlich jederzeit nutzen. Das heißt, ich kann mir so ein paar Templates anlegen, wenn ich zum Beispiel bestimmte Produktionen mache oder ähnliche Produktionen mache, ob das jetzt Reggaeton, Trap, EDM, was auch immer wäre, und will bestimmte Patterns immer wieder nutzen, dann kann ich die hier zum Beispiel wunderbar abspeichern und kann die immer wieder nutzen. Cool. Das waren meine Lieblingsfeatures beim neuen Step-Sequencer für Logic Pro X 10.5, Leute. Ich hoffe, ich konnte euch das eine oder andere coole Feature in dem neuen Step-Sequencer zeigen. Wenn ihr noch weitere Videos in die Richtung sehen wollt oder aber auch die restlichen neuen Features von Logic Pro X 10.5 von mir beleuchtet haben wollt, dann schreibt mir einfach in die Kommentare, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Abonniert den Kanal, Leute, und drückt auch auf die Glocke, damit ihr informiert werdet, sobald ich das nächste Video hochgeladen habe. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Viel Spaß beim Musikproduzieren und bleibt gesund, Leute. Ciao.